Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen-Map. Ich bin gerade mal überlegen, was wir jetzt tun. Und ich denke, wir starten mal den hier. Den anderen Burger. Der Kipper ist richtig nice. Und lassen den mal, oder fahren wir selber? Ich glaube, wir fahren heute mal selber. Wir fahren mal. Oh. Nee, der hat irgendwie die Stützen ausgefahren. Wir fahren zum Sägewerk. Was machen wir eigentlich hier mal? Haben wir eigentlich keine Ballen? Ne, komm, wir geben erstmal Geld aus. Oder? Bin mal gerade im Überlegen. Wir machen folgendes. Ich weiß was. Wir wollen ja viel Geld haben. Und ich weiß jetzt nicht, wofür ich die 200.000 im Moment ausgeben muss, was wirklich notwendig ist. Also wenn ich mir jetzt irgendwelche Lager kaufe, für Paletten oder Ballen, dann ist das ja keine Notwendigkeit. Aber notwendig wären zum Beispiel viele, viele Schafe. Das heißt, wir stoppen gleich mal den LKW, der im Sägewerk steht, zum Händler, werden uns vorher noch einen Tiertransporter kaufen. Xerion hat durchdrehende Reifen, was ist denn da schon wieder los? Der ist auch bald fertig. Werden uns viele, viele Schafe kaufen. Hoffe, dass es ein paar werden. Und dann steigern wir nämlich mal unsere hier Schafproduktion. Ja, Wolle. Das halte ich nämlich für notwendig. So. Diese Wege hier, die gefallen mir eigentlich am besten. Weil die gibt es wirklich. Es gibt die wirklich. Mit so Betonplatten und in der Mitte den, keine Ahnung wie die heißen. So, Gartenzäunen. Das gibt's wirklich. Sind wir gleich schon da. So langsam kenne ich mich auch auf der Map aus. Das heißt, ich brauche gar nicht mehr auf die Map gucken. Ja, auf die Karte gucken. Ich kenne mich auf der Map aus, deshalb muss ich nicht auf die Map gucken. Nee, Quatsch. So, ich weiß jetzt nicht, was wir tun werden übers Wochenende. Aber das ist ja schon wieder Freitag. Das heißt, die nächsten zwei Tage kommen keine Folgen. Ja, kommt ja bloß Montag bis Freitag. Jeweils eine Folge um 16 Uhr. Ich muss mal überlegen. Ich denke, für nächste Woche wäre es interessant, dass wir den Raps abernten, den zur Raffinerie bringen, die Raffinerie den verarbeitet. Das habe ich mir fast gedacht, dass der hier dran boxt. Ein bisschen doof. Jetzt kommen wir wieder weg da. Also dass der ganze Prozess von Dieselproduktion anläuft, wäre gut. Heißt aber, ich muss da ein bisschen mehr noch machen. Beziehungsweise, also ich überlege mir gerade, ob ich... Was mache ich denn hier für ein Kackrad? Also ich überlege mir, ob ich die Zeit mal ein bisschen vorlaufen lasse.
bis zum Morgen auf jeden Fall. Und dann können wir nämlich, den lasse ich jetzt gerade mal hier stehen. Für was wollte ich den Traktor haben? Okay, ich weiß bitte. So, dich lassen wir zum Shop fahren. Also, ob ich bis zum Morgen, jetzt bin ich noch nicht so fahrgewandt, ob ich die ganze Geschichte bis zum Morgen durchlaufen lasse, in der Hoffnung, dass dann der Raps erntereif ist. Der hier ist ein bisschen langsam, habe ich das Gefühl. So, aber egal. Sägewerkhändler. Das soll anhalten. Wir gucken mal in der Welt. Ne, Moment. Wir gucken erst nach der Serie. Wenn der nicht fertig wird. Okay. Wo bist du denn hier? Kollege. Was machst du denn? Dass der sich immer in irgendwelchen Positionen fährt, wo er keine Chance mehr hat rauszukommen. Warum kommst du jetzt hier? Ich weiß gar nicht, wie der da hinkommt. Was soll denn das? Ich muss leider dem Nachbarn hier sein Feld zerstören. So. Oh, das ist aber... Eine schmale Brücke. So, welche Bahn hat er gefahren? Die, das heißt, er muss hier wieder runter. Gut, also wie wir sehen, der muss noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bahnen muss der noch fahren. Das ist auf jeden Fall bis nächste Folge erledigt. Der ist auch gleich angekommen. Entlassen. So, und dann müssen wir gucken, welchen Viehtransporter wir nehmen. Hallo? So. Tiere. Wir haben hier diesen, aber ich weiß nicht mehr, wie viel da reingehen. Wir haben hier noch einen. 48 Schafe. Das hört sich doch gut an. Das ist aber 100.000. Warte, wie viel kostet der hier? Kostet ein Road Train? Also ganz ehrlich, der kann 6 Schafe weniger transportieren, kostet aber nur die Hälfte. So ungefähr. Dann nehme ich doch lieber den. Anhängerkupplung hinten. Normale Reifen. Also 60.000 ist okay, das können wir mal ausgeben. Der ist ja nicht so, dass wir den Anhänger gleich wieder verjockeln. Der wird jetzt gefahren bis zum St. Nimmerleinstag. Wir fahren dann gleich mal zum Tierhändler, zum Viehhändler. Hat aber ordentlich geschoben. Können wir auch gleich mal gucken, wie es mit dem Soja läuft.
keinen Sprit mehr. Nein. Okay. Ja, wie gesagt, Sprit. Ich denke, ich werde es so weit vorlaufen lassen im Wochenende, dass wir nächste Woche wirklich mit der Produktion starten können. Hä? War das immer so eng? Ich komme hier nicht um die Kurve. Also, dass wir die Produktion starten können. So, scharf. Kaufen, 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 kaufen. Oh Gott, so viel Geld haben wir gar nicht. Ein bisschen Geld sollte ich auch noch behalten. Dann kaufen wir 30. Jupp. So, und dann fährt der hier. Moment, wir haben ja einen Kurs. Schafe, Händler, Schafe, Schafe. So, der fährt jetzt unsere Schafe weg. Ich hoffe mal, dass er mit dem Auflieger nirgends hängen bleibt. Ich vermute, der bleibt schon hier hängen. Ja, zieht ihn rum. Gut. Das freut mich, dass das jetzt geklappt hat. Da haben wir 30 Schafe mehr. Das ist schon ganz schön ordentlich. Und wir können uns derweil mit dem Johnny hier beschäftigen. Der Gemüsehandel gibt noch immer noch mehr Geld für was? Zuckerrüben. Zuckerrüben haben wir aber nicht. So. Milch und Käse ist noch nicht sehr gut im Preis, dass sich das lohnen würde. Mehl 3500, weiß nicht. Hackschnitzel gäbe es wieder für 403. Was ist hier? Der ist voll. Na, dann würde ich sagen, fahr mal wieder zu einem Hackschnitzel. Aber ich habe, glaube ich, kein Sägewerk Hackschnitzel, oder? Sägewerk Konsum fehlt mir in der Liste. Dann werde ich das doch mal einfahren. Was war das hier? Abfahrerbeleitung am Standpunkt. Ich hoffe, ich kann das mit dem hier machen. So, ich möchte nämlich den komplett einfahren. So, mit Abladepunkt, dass der einfach hier sein Zeug abliefert. Ich darf hier nicht zu schnell fahren, sonst verunfallt er wieder. Passiert uns hier ja häufiger. Wir werden auch einen anderen Weg fahren, denke ich.
Oder? Dann lass mal gucken. Weil ich hab ja... Ne, warte. Das ist wirklich doof. Also wenn wir da unten rumfahren, dann wäre es besser, ich fahre hier gleich rum. Dann so, bis zu diesem Punkt. Achso, ich muss auch natürlich hier auf Pause beenden drücken. Was ist denn mit dem hier los? Mann. Der steht nicht im Verkehr, der steht in der Mauer. Hallo. Alter. Den NPC-Verkehr. Vor allem drückt er jetzt wieder so schnell, na? Dass man hier gar nicht mehr rumkommt. Ja. Die Kurven sind halt ein bisschen enger hier. So. Wir waren dabei, mit diesem hier einen Kurs einzufahren. Warum ist der jetzt ausgegangen? Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu viele Strecken hier über diesen Wegpunkt oder über diese eine Fahrbahn laufen lasse. Sonst haben wir irgendwann ein Problem, dass die sich hier alle begegnen und dann nichts mehr läuft. Also das muss ich bedenken. Mal, dass ich das jetzt hinkriege mit dem Abladepunkt. Aber ich glaube, er muss einfach nur über den Trigger fahren. So habe ich es, glaube ich, beim Silo gemacht, als wir den Sojabohnen abgeladen haben. Vom Feld 18 zum Hof. Ich glaube, der ist nur drüber gefahren. Und ich glaube, ich denke, das müsste hier auch so sein. Gehen wir nochmal spickeln. Ich meine, ich könnte den an den Schafen hinten vorbeischicken. Könnten wir tun. Heißt hier oben gleich mal rechts. Dass er von der Hauptverkehrsart ein bisschen weg ist. So sieht es. Fehlen immer ein paar Worte manchmal.
Ja, wir müssen jetzt halt mal den Kurs einfahren. Haben wir ja schon länger nicht mehr gemacht hier. Dann ist es auch wieder gut. Weil Konsum ist eigentlich sowieso ein guter Verkaufspunkt. Auch für Paletten hatte ich den, glaube ich, schon mal. Auch cool gemacht, die mit dem kleinen Dörfchen immer so dazwischen. Sieht einfach gut aus. So, ich bin jetzt gespannt, wo der LKW steht. Ich nehme mal an, er steht genau vorne an der Dorfkreuzung, wo er rechts abbiegen muss. Steht sogar schon hier. Das ist ja dann okay. Dann fahren wir hier einfach kurz mal übers Gras. Wenn das klappt. Dass ich einfach den Kurs hier mal zu Ende bringe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier einen Wartepunkt setzen muss oder nicht. Ich setze hier einen Abladepunkt. Aber der setzt den wahrscheinlich. Warte mal. Ich setze den Abladepunkt mal hier. Nee. Hier. Nein. Ich setze den hier. Jetzt Abladepunkt setzen und dann weiterfahren. So, jetzt muss ich aber eigentlich den Weg wieder komplett zurück. Sonst macht das Ganze hier keinen Sinn. Ich wollte das jetzt eigentlich testen, aber dann ist mir eingefallen, wenn ich das jetzt teste, ist der Weg weg. Und dann müssen wir nochmal von vorne anfangen. Der ist irgendwie hier ein bisschen weitergekommen, das ist gut. Oder haben wir Konsumsägewerk schon? Konsumindustriepark haben wir. Also werde ich hier mal kurz den Kurs voll zu Ende fahren. Und ich hoffe, der funktioniert so, wie ich den mir wünsche. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es getestet wird. Bis gleich. Tja. Wie immer, irgendwie funktioniert es nur halb. Er fährt die Route richtig. Aber wie meistens bei mir hält er dann nicht an dem richtigen Punkt an und lädt halt einfach nicht ab. Das ist ein bisschen schade. Ich habe immer noch nicht kapiert, wieso das so ist. Es wäre viel cooler, wenn er hier anfährt und auch automatisch ablädt. Irgendwie habe ich dafür aber nicht die Skills. Also wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt mir doch bitte, wie das funktioniert. Da bin ich einfach zu viel Noob dafür.
Aber wenigstens fährt er jetzt mal hier hin. Also wenigstens haben wir das. Und vielleicht können wir dann den Abladepunkt noch manuell einstellen. Dann schreibt mir doch einfach mal eure Tipps in die Kommentare. So, das war's aber auch von dieser Folge. Ja, ich werde jetzt, ich guck mal gerade in die Karte. Hier das Feld 9 erntereif wachsen lassen, eventuell sogar bis in die dritte Stufe. Wobei ich dann gerne, dann hätte ich gerne eigentlich das 18er schon besät. Oder wir machen das am Montag. Weil ich würde gerne das 18er schon besäen, während ich das die Zeit laufen lasse. Sonst ist es ein bisschen doof. Also dann werde ich nichts tun am Wochenende. Und ja, wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge am Montag. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.